Es war einer dieser schönen Sommertage, und Mia ging, wie so oft, mit Großmutter und Großvater in den Wald. Das Sonnenlicht schien durch die hohen Baumkronen, Licht und Schatten begannen auf dem Waldboden zu tanzen. Es sah aus wie ein Reigen von Feen und Waldgeistern. »Es ist schön, dass du gekommen bist«, sagte die Fee freundlich zu mir, und dann begann ein Tanz voller Anmut und Schönheit. Mia hatte es kaum bemerkt, denn da standen sie schon vor dem Schloss der Waldfee. Ein kleiner Hügel mit großen Buchen bildete das Eingangstor. »Sei vorsichtig«, flüsterte die Fee, »in meinem Reich lebt der Drache Funkelstein. Nur Kindern ohne Angst ist der Eingang erlaubt.« Mia machte sich da keine Sorgen. Viel zu groß war die Neugierde, Funkelstein einmal zu sehen. Zwei große Drachenaugen blickten aus dem Tore heraus. Jeden Tag machte Funkelstein mit seinem Sohn einen Waldspaziergang. Der kleine Drache wollte nicht mitkommen, und Drachenkinder können nun wirklich schlechte Laune haben. Es war spät geworden, und dort, wo die dunklen Eichen standen, wartete ein alter Wolf. »Du brauchst keine Angst zu haben«, sagte die Fee zu mir, »solange ich bei dir bin, ist der Wolf auch dein Freund.« Am Abend saßen Großmutter, Großvater und Mia am Tisch. Der Duft von gerade gebackenem Pfannkuchen stieg ihr in die Nase, und Großvater spielte Akkordeon. Die Töne erzählten noch von Funkelstein und der Fee. »Kann man auf dem Akkordeon denn alle Geschichten erzählen?«, fragte sie. »Ja, Mia, ganz, ganz viele Geschichten.« Thank you.
Thank you.